Ich begrüße Sie zu unserer fünften Vorlesung und wir sprechen heute über die operante Konditionierung als zweite Lernform nach der klassischen Konditionierung. Wie auch in den vorherigen Vorlesungen beginnen wir wieder mit der Prüfungsfrage, gucken uns die an, machen dann eine kleine Wiederholung zur klassischen Konditionierung, um den Übergang zur operanten Konditionierung zu finden. So, beginnen wir also mit der Prüfungsfrage. Ein Rückenschmerzpatient neigt dazu, seine Beschwerden dramatisch zu schildern, wenn seine Ehefrau anwesend ist, die sich ihm dann zuwendet. Im Kreise seiner Freunde, wo er diese Erfahrung nicht macht, klagt er kaum über Schmerzen. Wie lässt sich die Anwesenheit der Freunde unter lerntheoretischem Gesichtspunkt am besten beschreiben? A. Bestrafungsreiz. B. Diskriminativer Reiz. C. Konditionierter Reiz. D. Unkonditionierter Reiz. Und E. Verstärkerreiz. Wenn wir noch einmal an die klassische Konditionierung denken, dann haben wir am Freitag darüber gesprochen, dass es sich hier um eine Assoziation von Reiz und Reaktion handelt. Wenn Sie an das Sorgschema denken, also das Schema, wo es um den Stimulus, Organismus, Reaktion, Kontingenz, Konsequenz geht, dann haben wir die klassische Konditionierung in dem ersten Teil dieses Schemas, das heißt also Stimulus, Reaktion oder Reizreaktion. Wir haben damals darüber gesprochen, über den unkonditionierten Reiz, der eine unkonditionierte Reaktion hervorruft. Wir haben darüber gesprochen, dass wenn der unkonditionierte Reiz sich mit einem neutralen Reiz koppelt, dass dieser neutrale Reiz dann zum konditionierten Reiz wird und eine konditionierte Reaktion auslöst. Wir haben damals darüber gesprochen, dass es sich im klinischen Alltag ziemlich häufig erweist. Und ich möchte erinnern an das Beispiel zur Chemotherapie, die sozusagen rein physiologisch betrachtet Übelkeit auslösen kann. Aber diese Übelkeit solche starken Ausmaße annimmt, dass es zum Therapieabbruch kommen muss, wenn sich der unkonditionierte Reiz der Chemotherapie zum Beispiel sich koppelt mit einem neutralen Reiz wie dem Krankenhausgeruch oder dem Weg zum Krankenhaus oder das Denken alleine an die Chemotherapie oder wenn immer ein und derselbe Arzt die Infusion legt. Ja? So, und um dieses zu verhindern, dass aus diesem ursprünglich neutralen Reiz dann der konditionierte Reiz wird und damit sozusagen die konditionierte Reaktion der Übelkeit besonders stark auftritt, macht man es eben so, dass man den Patienten empfiehlt, zum Beispiel unterschiedliche Wege zu nutzen, um in die Klinik zu kommen. Man spricht sich im Kollegium ab, dass unterschiedliche Kollegen die Infusion legen, erklärt das natürlich vorher dem Patienten und versucht, den Patienten dazu zu motivieren, sich hinsichtlich der Behandlung mit vielen Möglichkeiten der Ablenkung zu motivieren, diese Behandlung gut zu überstehen. Ist das von der Erinnerung her noch deutlich? Beziehungsweise für die, die jetzt erstmal neu gekommen sind, erstmal ein kurzer Eingang. Sie können das im Skript nachlesen und wir werden das dann auch später im Repetitorium nochmal an einzelnen Beispielen üben. Heute gehen wir nun einen Schritt weiter und zwar den Schritt von der Reaktion zur Konsequenz, vermittelt über die Kontingenzen, das heißt also über die Verstärker. Und das nennen wir dann die operante Konditionierung. Das heißt, der Hund hat nun seinen Knochen bekommen, der ist also froh, der kriegt was zu fressen und wird somit sozusagen, weil er dieses Erfolgserlebnis hat, operant verstärkt. Was bedeutet nun operante Konditionierung im Einzelnen? Operante Konditionierung ist etwas, was schon lange existiert, also unmittelbar nachdem Pavlov im Jahre 1920 den Mechanismus der klassischen Konditionierung entdeckt hat, wurde relativ schnell auch in verschiedenen Ländern der damaligen Sowjetunion und dann auch in den USA über das Konzept der operanten Konditionierung gesprochen. In den USA war es vor allen Dingen der Herr Skinner aus der Harvard University, über den wir nachher noch ausführlich reden wollen. Und zwar wurde beobachtet, dass wir lernen aufgrund unserer Erfahrung. Das heißt also, das Erfahrungslernen als sehr ursprüngliches Lernen basiert darauf,
welche Konsequenz wir erfahren. Das heißt, wenn Sie also sehr viel sich sozusagen mit einem Fach beschäftigen, dadurch vielleicht Interesse an diesem Fach bekommen und dann auch noch eine Prüfung hinlegen, mit der Sie zufrieden sind, dann haben Sie sozusagen eine doppelte Verstärkung. Nämlich einerseits das Aha-Erlebnis, was man so hat, wenn einen irgendwas interessiert und wenn man irgendwas rausfindet, und zum anderen die Bewertung von außen, die externe Verstärkung, die sozusagen passiert, wenn man also eine gute Bewertung zum Beispiel erfährt. Der stärkste Verstärker ist allerdings die Liebe, wie man hier so schön sieht, also die emotionale Zuwendung. Oder im pathologischen Bereich betrachtet, wenn zum Beispiel Kinder Liebesentzug, die sogenannte Deprivation erfahren, hat das so starke Auswirkungen, dass man das sogar als körperliche Entwicklungsstörungen sehen kann. Ja? So, also das heißt, das ist der Wert des Lernens anhand von Erfahrungen, was also sozusagen ein ganz ursprüngliches Erfahrungslernen, ganz ursprünglicher Lernmechanismus ist, der auch schon im Mutterleib existiert, was man daran sehen kann, wenn zum Beispiel Mütter, während sie schwanger sind oder zukünftige Mütter, ihrem noch nicht geborenen Kind Lieder vorsingen. Dann wird man sehen, dass später dieses Kind mit wesentlich mehr Ruhe reagiert, selbst in Stresssituationen, wenn die Mutter wieder anfängt, dieses Lied zu singen. Und dahinter steht eine klare Erinnerungsleistung aus der Erfahrung, dass wenn die Mutter gesungen hat, hoffentlich es zu einer Entspannung kam. Ja? So, und mit diesem Thema wollen wir uns nun beschäftigen, wie das im Einzelnen funktioniert. Und da habe ich Ihnen einen Film mitgebracht. Und das war hier auch der Grund, weshalb wir ein bisschen verspätet angefangen haben, weil das gar nicht so einfach ist, das alles sozusagen zu starten. Also ich probiere das jetzt mal. A1, trial 1. A1, trial 2. Sit, lay down, roll over, roll over, roll over, roll over. Day 2, trial 1. Sit, shake, lay down, roll over. 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 Day 2, trial 2. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Roll over. Go, go, go. Day 3, trial 1. Lay down. Roll over. Roll over. Roll over. No. Roll over. No. Roll over. No. Roll over. Roll. Okay, to show that Jack's learned to roll over, we'll do it again. Shake. Sit, shake, lay down, roll over,
one of these here dog treats. We get a cluster of dog treats. Popcorn. And just so Nina knows, no animals were harmed in the making of this video. Das mussten wir noch dazu aufnehmen, ne? Dass das also das, das Tier sozusagen nicht schädigt und dass bestimmte Nahrung sozusagen gegeben wurden, die erlaubt sind. Ja? So das, damit beschäftigen sich Psychologiestudenten in ihrem Studium, ja? Unter anderem. Ja? So, und das bedeutet, hier konnten wir ganz deutlich sehen, wie viele Versuche das Tier brauchte, um tatsächlich zu lernen. Ja? Um eben den Effekt zu erzielen, dass er immer, dass er sich sozusagen in einer bestimmten Form bewegen soll. Und die Studentin hat mit einer sogenannten Positivverstärkung, mit einer Belohnung reagiert. Immer wenn er was gelernt hat, hat er sozusagen den Lernprozess noch nicht vollzogen, hat er diese Verstärkung noch nicht bekommen. Ja? So, und das ist ein Beispiel, wie operante Konditionierung funktioniert. Wenn man nun sich anguckt, wie beide miteinander funktionieren, das heißt also beide Mechanismen, die klassisch respondente Konditionierung und die operante Konditionierung, wird man feststellen, dass für komplexe Verhaltensweisen beide Mechanismen nötig sind. Alleine der Mechanismus der klassischen Konditionierung reicht nicht aus, um komplexe Verhaltensweisen zu erklären. Es ist also die Frage, warum erlernte Verhaltensweisen über lange Zeit aufrechterhalten werden, obwohl die ursprünglichen Auslöser, also die unkonditionierten Stimuli, längst verschwunden sind. Es ist also die Frage, warum erfolgt eigentlich keine Löschung? Wenn Sie sich erinnern an unseren Film, den wir das letzte Mal gesehen haben mit der Patientin, die einen Rückfall in ihrer Alkoholerkrankung hatte und die beschrieben hat, dass sie also wieder in Stresssituationen war und dass sie wieder Schwierigkeiten hatte, die Stresssituation zu verarbeiten, wurde deutlich, dass es nicht nur die Reizreaktion war, die zu dem erneuten Rückfall des Alkoholmissbrauchs kam, sondern dass sie auch nicht in der Lage war, sich für das bereits erzielte Verhalten, was sie schon gelernt hat, zu belohnen. Ja, das wurde sozusagen in dem Sinne deutlich, dass sie die ganze Zeit in Anwesenheit des Arztes über das Problem sprach, aber nicht darüber, was sie schon geschafft hat. Und das erleben wir oft in therapeutischen Gesprächen, dass wenn Patienten zu wenig ihre Fortschritte würdigen können, sie dann sozusagen ein hohes Risiko haben, rückfällig zu werden. Und das ist eine Erklärung, warum erlernte Verhaltensweisen über lange Zeit aufrechterhalten bleiben, weil sozusagen die operante Konditionierung dabei eine große Rolle spielt. Wir haben bei der operanten Konditionierung verschiedene Gesetze, die dem zugrunde liegen, so zum Beispiel das Gesetz des Effektes, das Gesetz der Wirkung, was schon 1898 von Thorndike beschrieben worden ist, dass Menschen und Tiere aus den Folgen ihrer Handlungen lernen können. Wir haben auch einen weiteren wichtigen Punkt, das Lernen am Erfolg, das Belohnungslernen oder auch das instrumentelle Lernen, das heißt also, dass ich etwas lerne, weil ich damit ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Das kann ganz unterschiedlich sein. Wir unterscheiden hier zwischen intrinsischem Lernen oder intrinsischer Motivierung und extrinsischer Motivierung. Manch einer lernt, weil er dadurch einen bestimmten Beruf erzielen kann oder vielleicht auch bestimmte Vorzüge genießen kann, die die Gesellschaft ihm bietet. Andere wieder lernen primär, weil sie dadurch einen interessanten Tatbestand vielleicht für sich klären können, erforschen können. Das hängt offenbar doch sehr individuell von der Persönlichkeit des Menschen ab und auch von vermutlich konstitutionell bedingten Motivationslagen. Skinner hat hier dieses Experiment durchgeführt, indem er an Mäusen das Belohnungslernen untersucht hat. Wir sehen also hier einen kleinen Käfig, wo eine Lichtquelle ist, wo ein Futtermagazin ist, ein Hebel und ein Rost, auf dem sich die Maus befindet. Und die Maus lernt in dem Moment, wo sie sozusagen
die richtige Taste bedient, das Futter zu bekommen. Und sie lernt außerdem auch noch, dass sie in Abhängigkeit von der Lichtquelle sie eine bestimmte Taste betätigen muss, um eben sozusagen an das Futter zu kommen. Das heißt also, operant heißt ein spontan gezeigtes Verhalten, dessen Auftretenshäufigkeit durch Verstärkung beeinflusst wird. Wir sprechen hier nach wie vor noch von unbewussten Verhalten. Ja, also das, was oft in der Klinik gesagt wird, sowas wie, der hat Krankheitsgewinn, ja, so, oder der macht das sozusagen mit Absicht, der macht das bewusst, ist aus diesen wissenschaftlichen Untersuchungen heraus wissenschaftlicher Unsinn. Ja? Ein Patient, der sozusagen aufgrund bestimmter immer wieder stresserzeugenden Verhaltensweisen immer wieder in einen Schub kommt, immer wieder die Krankheit verstärkt, hat unbewusste Mechanismen zufolge, die nicht selten operanter Art sind. Wenn Sie sich erinnern, wir haben gestern schon am Freitag schon darüber gesprochen, dass es Patienten gibt, die sehr viel Zuwendung von Seiten ihrer Partner bekommen. Und diese starke Zuwendung, die eigentlich immer dann erfolgt, wenn es eine harmonische und gute Ehebeziehung gibt, wo also der gesunde Partner versuchen will, dem kranken Partner zu helfen, ja, also wo sozusagen überhaupt nichts von wegen, ich habe da ein bestimmtes, ich verbinde da ein bestimmtes Ziel mit, verbunden ist. Diese Partnerschaft führt meistens dazu, dass die Krankheitsintensität sich verstärkt, aufgrund dieser operanten Konditionierung. Wir gucken uns das gleich noch im Einzelnen an, wie das konkret aussieht. Aber es soll als Beispiel dienen, um nochmal deutlich zu sagen, operant ist immer spontan, also nicht bewusst gezeigtes Verhalten. Ja? Das bitte ich Sie ganz, also sich zu merken, weil das unbedingt wichtig ist, auch im Hinblick dessen, was wir dann gemeinsam in diesem Semester im Selbstsicherheitstraining lernen wollen, wenn es darum geht, Empathie zu entwickeln für Patienten, deren Erkrankungen äußerst schwierig eigentlich auch für den Behandler zu verkraften sind. So, jetzt möchte ich Ihnen einen weiteren Film zeigen von Skinner, wie der das ganz konkret nachgewiesen hat. Taubenexperiment, das war sein allererstes. This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words and to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry, and food could be used as an automatic reward. The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behavior, pecking a colored disc, was measured on a graph. The pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behavior of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. The main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what the layman calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot in the wall, and you can reinforce with food. But you don't reinforce every time, perhaps every tenth time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. And there is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules is very effective with rats or pigeons is what we call a variable ratio schedule. And that is at the heart of all gambling devices and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now,
The fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows. And this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon, it made it possible to interpret this vast field very effectively. Where does that leave free will? Because we all think we have a choice of whether to do things or not to do things. Yes. Well, you see, we leaves it in the position of a fiction. We have assumed somehow or other that these internal states, feelings, and so on, have initiated something. They have started something. They have created. We have done something in a voluntary way. We have willed to act. If you now look at the actual history, we find that there are external reasons why this has happened. In other words, by discovering the causes of behavior, we can dispose of the imagined internal cause. We dispose of free will as an American divine of the 18th century, Jonathan Edwards, did. He said, we believe in free will because we know about our behavior, but not about its causes. And of course, it's the object of a science of behavior to discover causes. And once you have found those causes, there is less you need to attribute to an internal act of will, and eventually, I think, we need to attribute nothing to it. So, das heißt also, das, was Skinner dort berichtete, in Bezug auf sowohl die Tauben, die ja nur ein Experiment durchgeführt haben, als auch in Bezug auf die Spielsucht, dass in dem Moment, wo der Mensch für ein, egal für welches Verhalten, ob es ein pathologisches Verhalten ist oder gesundes Verhalten, ist Verstärkung erfährt, dass in dem Moment ein Automatismus, ein Lernen entsteht, der sich auch zentral nervös auswirkt. Und diese Erkenntnis hat eine ganze Weile gebraucht, im Prinzip von 1958 bis 1977, bis sich diese Erkenntnis auch im klinischen Alltag immer deutlicher machte. Also, dass man verstanden hat, dass die operante Konditionierung nicht nur sich sozusagen auf die Tiere bezieht, ja, den Hund, die Taube und so weiter, sondern auch auf uns Menschen und insbesondere auch auf das Erlernen von Krankheiten. Ja. Man hatte also lange Zeit immer noch diesen Descartes'schen Dualismus, das ist körperlich, das ist psychisch und so weiter und so fort. Und erst in ungefähr so vor 50 Jahren begann man zu verstehen, dass Lernen nicht nur auf bewusster Ebene erfolgt, sondern dass es auch Lernen ist auf körperlicher Ebene. Ja? Das heißt also, wo es zu Funktionsveränderungen im Gehirn an den inneren Organen kommen kann, insbesondere aufgrund von Lernvorgängen wie klassischer und operanter Konditionierung. Und einer der Vertreter, der da besonders repräsentant war, war Wilbert Fordyce aus Seattle, der in der Anästhesie gearbeitet hat und eben beobachtet hat, wie ich hier mal übersetzt habe, man kann es als einen Paradigmenwechsel in der Schmerztherapie bezeichnen, dass wir den Schmerz betrachten sollten als etwas, das durch soziale und Kontextfaktoren beeinflusst werden wird, die ein wenig, wenn nicht sogar gänzlich, mit neurophysiologischen Parametern verbunden sein dürften. Ja? Also schon 1977, als es noch gar kein MRT gab, ja, CT gab es glaube ich schon, aber da konnte man ja die Funktion des Gehirns noch nicht so abbilden, war ihm irgendwie deutlich, dass dieses Lernen auf zentraler Ebene erfolgt und dass das enorm den Schmerz beeinflusst, möglicherweise auch dafür verantwortlich ist, warum manche Menschen von Zeit zu Zeit unter akutem Rückenschmerz leiden und andere Menschen chronische Rückenschmerzen entwickeln. Ja, und wenn Sie betrachten, dass 10% der Menschen, die einen akuten Rückenschmerz haben, das Risiko haben, chronische Schmerzen zu entwickeln und das immerhin 2% des gesamten Bruttosozialproduktes ausmacht, also die Behandlung dafür, dann spielt dieses Lernen offenbar eine ungeheure Rolle, sowohl was den kranken Menschen anbetrifft, aber auch was ökonomische Kennziffern in der Gesellschaft anbetrifft. Ja? So, das heißt also einfach nur mal so ein bisschen eine Erfahrung machen oder so, das wäre zu simpel bewertet, sondern hier haben wir schon so einen Dominoeffekt, der ungeheure Konsequenzen haben kann. So, und jetzt möchte ich Ihnen den nächsten
Ja, und ein Beispiel davon hat uns eine Patientin zur Verfügung gestellt, die unter einer chronischen Schmerzerkrankung der Fibromyalgie litt. Das ist ein Ganzkörperschmerz. Und sie hat gesagt, ich war so beeinträchtigt durch den Schmerz, dass mir die gesamte Familie helfen musste. Ja, sogar mein Hund musste mir helfen, indem er mir geholfen hat, die Tür zu öffnen oder die Socken auszuziehen oder sogar den Wäschekorb mit der nassen Wäsche zum Wäscheaufhängen rauszuziehen oder sogar die Wäsche aus der Waschmaschine holte, weil sie sich nicht mehr bücken konnte. So, das war natürlich alles von ihr auch ein bisschen humorvoll betrachtet, ne, weil sie also schon irgendwo sah, das kann ja wohl nicht der Weg sein, so kann man ja wohl nicht leben. Und sie sagte, ich bringe Ihnen jetzt mal diese Bilder mit, Sie können die ja mal zeigen, damit also wirklich auch Leute, die nicht vom Schmerz betroffen sind, sehen können, wie weit diese operante Konditionierung gehen kann. Für diese Patientin, als sie sich das bewusst machte, war dann aber auch die Frage, wenn das mein Hund lernen kann und ja immer schön meine Zuwendung kriegt, wenn er was gut gemacht hat, warum kann ich das dann nicht auch lernen? Ja? Wieso schaffe ich das nicht auch? Und genau das haben wir dann auch mit ihr gemacht. Das nennt man operante Schmerztherapie und sie hat da auch ziemlich gute Erfolge mit gemacht. Aber bevor wir dazu kommen, weil über diese Aspekte werden wir dann in einer der vorletzten Vorlesungen sprechen, die wird dann im Februar stattfinden, möchte ich Ihnen erst noch ein bisschen was zeigen, woran Sie als zukünftige Ärztinnen und Ärzte erkennen können, dass eine starke operante Konditionierung dieser Erkrankung passiert ist. Und habe Ihnen hier einen Film mitgebracht von einer Patientin, die die Aufgabe bekam, das Fenster zu putzen, und zwar 4 Minuten in Anwesenheit ihres Partners und 4 Minuten in Abwesenheit ihres Partners. Wir werden uns jetzt nicht diese ganzen 8 Minuten angucken, sondern lediglich 1 Minute und 20 Sekunden. Aber ich möchte Sie mal ermuntern, zu beobachten, durch welche körperlichen Verhaltensweisen die Patientin uns signalisiert, dass sie Schmerzen hat. Ja? So, also hier kommt schon die erste Beschwerde zum Partner, wie soll ich das nur schaffen? Sie müssen wissen, das Fenster wurde von uns mit Butter präpariert, ja, weil man braucht ja 4 Minuten eigentlich nicht unbedingt, um so ein Fenster zu putzen, und wir wollten halt eine Studie zum Schmerzverhalten durchführen. Und haben sie also blind instruiert und haben gesagt, wir wollen gucken, also wie schwierig das für sie ist, eine Alltagsaktivität, die unter physiologischen Aspekten als schwierige körperliche Aktivität zu betrachten ist, durchzuführen. Hier Berühren der Schmerzenstelle, Überstrecken des Rückens, dann auch entsprechend die Mimik, wenn Sie das vielleicht sehen können, dann auch ein langsames Aufstehen, auch die Bewegung, wenn sie sozusagen also versucht, die Scheibe zu putzen, sind schleppend, sind langsam, jetzt ist wieder, beschwert sich wieder, das schaffe ich nicht, das geht doch nicht, was wollen die denn von mir? So, und der Partner sitzt noch die ganze Zeit daneben, man sieht schon, der ist so sehr angespannt, also der sitzt nicht gerade sehr locker in seinem Stuhl, ja, und guckt sich das alles noch an. Die Instruktion war, dass er sich mit ihr unterhalten kann. Und jetzt reicht es ihm. Und das ist genau 1 Minute und 18 Sekunden. Und er übernimmt. Ja? So, und das ist dieses typische Ding, was wir oft beobachten im klinischen Alltag, dass natürlich, wenn der gesunde Partner dem kranken Partner helfen möchte, er dann dem kranken Partner viele Aufgaben abnimmt. Ja? Bloß das führt den kranken Partner mehr und mehr in die Situation, zu glauben, ich kann ja sowieso nichts mehr alleine. Und das Selbstbewusstsein sozusagen verringert sich zunehmend, die sogenannte Selbsteffizienz, also der Glaube, dass ich selber was bewirken kann, geht herunter. Und diese Hilfe ist dann in dem Moment nicht mehr soziale Unterstützung, ja, sondern ist schlicht und ergreifend schmerzverstärkte Zuwendung. Weil was passiert? Sie kommt nach Hause, oder der kranke Mann kommt nach Hause, und der Partner oder die Partnerin sagt, oh mein Gott, du siehst aber schlecht aus, leg dich doch hin, ich bring dir einen Tee. Ja, so. Dann legt derjenige sich meinetwegen auf die Couch oder so und spürt erstmal
wie stark sein Schmerz ist. Und dieses Erspüren, diese Aufmerksamkeit darauf zu richten, führt dann eben zu dieser Schmerzverstärkung, zu der schmerzverstärkten Wahrnehmung. Ja? Sie können das ja mal mit sich selber probieren, dass Sie, wenn Sie mal vielleicht eine kleine Verspannung durch das viele Lernen haben, ja, dann versuchen, sich mal ganz genau darauf zu konzentrieren. Und Sie werden merken, das nimmt zu. Ja? Das bleibt nicht gleich, das nimmt tatsächlich zu. Ja? Während wenn Sie sich auf was anderes konzentrieren, das dann sozusagen fast wie vergessen wird. Ne? So, und genau diese Mechanismen sind eben die operanten Konditionierungsmechanismen. Und jetzt zeige ich Ihnen gleich noch eine Patientin mit derselben Erkrankung, die aber gänzlich anders reagiert. So, auch hier erhielt sie dieselbe Instruktion und Sie sehen also, da sind große Bewegungen, weite Bewegungen. Sie hat ihren Partner gebeten, sich daneben zu stellen und ihm sozusagen gebeten, das trockene Tuch zu halten, falls sie das dann braucht. Da gibt es sogar auch mal ein Lächeln. Das Aufstehen fällt auch nicht schwer. Und ich glaube, wenn ich Ihnen gesagt hätte, ja, das ist ja auch die gesunde Kontrollgruppe, dann würden Sie mir wahrscheinlich nicht mal widersprechen, richtig? Ist dieselbe Erkrankung. Ja? Komplett anderes Verhalten. Ja? Auch ein Ganzkörperschmerz, aber eine andere operante Konditionierung, als es bei der ersten Patientin war. Und das ist diese Auswirkung. Und was dann passiert, ist natürlich, dass wir dann sagen, ja, bloß wie wollen wir denn das behandeln? Wenn derjenige mit so einen starken Schmerzen kommt, dann müssen wir ihn doch irgendwie medikamentös behandeln. Ja? Und dieser Frage sind wir auch nachgegangen. Ich habe mal das Glück gehabt, 2 Jahre in Seattle an der University of Washington zu sein. Und da haben uns die Anästhesisten gebeten, das zu untersuchen. Ja? So, und wir haben das auch gemacht, haben alle möglichen verschiedenen Prädiktoren, Röntgenbilder, Blutwerte, Reaktionen des Arztes, wenn der Patient was sagt, Reaktionen des Patienten selbst, sein Verhalten, die ganze Krankheitsgeschichte, demografische Daten, alles in die statistische Analyse reingepackt. Das nennt man Regressionsanalyse, um die Prädiktoren zu berechnen. Und haben dann eben gesehen, dass dieses Ziel oder diese Methode, dem Patienten ein Opiat zu verschreiben, prädiktiert wird durch das Verhalten des Patienten, durch sein klagendes Verhalten, was eigentlich nichts weiter ist als Schmerzverhalten. Ja? Und dann sagten unsere Anästhesisten natürlich, na prima, dann behandeln wir Schmerzverhalten mit Opiaten. Großartig. Ja? So, und damit wurde allen klar, das geht ja nicht. Kann ja nicht Verhalten mit Medikamenten behandeln. Ja? Das funktioniert ja nicht, sondern das ist ja nur ein Ausdruck von einem Lernprozess. Das heißt, hier muss man von verschiedener Weise angehen. Man kann zum Teil medikamentös behandeln, aber der Patient muss auch lernen, dass er dieses Schmerzverhalten verliert, dass er das sozusagen abbaut und gesundes Verhalten aufbaut, sodass er dann so ein Verhalten zeigt wie die zweite Patientin. Ist das bis dahin verständlich? Ja? So, also operante Konditionierung ist Erfahrungslernen, ist Verstärkungslernen. Und basiert auf nicht bewussten Lernprozessen. Ja? Wenn unsere Patienten uns das zeigen, dann nicht, weil sie uns bestrafen wollen, dass unsere Therapie nicht wirkt, sondern weil sie es nicht besser können. Und sie müssen eben dann die Methoden erlernen, wie sie ihre Erkrankung besser beeinflussen können. So, und da in diesem Zusammenhang beobachten wir dann eben, und das ist die große Chance, wenn wir mit dem Patienten zum Beispiel ein Schmerzinterview durchführen, dass die Patienten ihre Schmerzen ganz unterschiedlich wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn sie im Arbeitsprozess sind, wenn sie mit Freunden zusammen sind, wenn sie zu Hause sind. Und die subjektive Laientheorie von den Patienten ist oftmals dann, naja, ich verausgabe mich ja auch im Arbeitsprozess und wenn ich dann nach Hause komme, dann bin ich natürlich erschöpft. Ja? So, und das ist ja auch eine ganz glaubwürdige Sache. Was aber noch eine Rolle spielt, ist, den Kollegen, den Arbeitskollegen, hat die Patientin oder der Patient gar nicht gesagt, dass er eine chronische Schmerzkrankheit hat. Das heißt, sie bekommt im Arbeitsprozess überhaupt keine Zuwendung aufgrund der Schmerzen. Zu Hause bekommt sie sie. Ja? Und das ist so die Methode, wo man sozusagen über dieses, was wir Diskriminationslernen bezeichnen, dem Patienten deutlich machen kann,
dass sie oder er eine große Chance hat, den Schmerz zum Beispiel zu beeinflussen oder andere Symptome, Schwindel spielt auch eine Rolle, ja? Erschöpfung, ja, im Sinne vom Fatigue-Syndrom spielt eine Rolle, wenn die Aufmerksamkeit auf dieses Symptom zu stark gerichtet wird. Ja? Und Diskriminationslernen, wie hier auch so schön steht, ist, wenn ein Organismus bei der operanten Konditionierung lernt, dass ein Verhalten nur in einer ganz bestimmten Situation belohnt wird, nicht jedoch in einer anderen. Das nennt man Reizdiskrimination, wie zum Beispiel die Patientin zeigt das Schmerzverhalten im Arbeitsprozess, aber nicht zu Hause. Was ist nun alles Schmerzverhalten? Das sind nonverbale Signale, die haben wir uns eben angesehen. Und man sieht hier auch an dieser Patientin, wo sie sozusagen die schmerzende Stelle berührt, dass sie hier die Lendenwirbelsäule überstreckt, dass sie sich festhält am Tisch, ja, dass also der Gesichtsausdruck sehr angespannt ist, dass wir hier einige nonverbale Signale sehen, die uns denken lassen, dass diese Patientin möglicherweise gerade unter ziemlich massiven Nackenschmerzen leidet. Dazu gehört zum Schmerzverhalten aber auch das defiziente Aktivitätsniveau. John Romano aus Seattle hat das untersucht und hat herausgefunden, dass es eine Gruppe von Patienten gibt, die tatsächlich dann massiv ihre Aktivität herunterfahren. Ja? Wie zum Beispiel die erste Patientin, die Sie gesehen haben, die hatte ursprünglich ein Warenhaus in Berlin geleitet mit 2000 Beschäftigten. Nachdem sie 6 Monate diese chronische Schmerzerkrankung hatte und zu uns kam, berichtete sie, dass sie 18 Stunden im Bett liegt, jeden Tag. Ja? So, also das heißt, eine massive Reduktion der Aktivität im Vergleich zu vorher. Eine andere Gruppe von Patienten zeigt sich eher als überaktiv. Ja? Also das ist immer ganz schwer, das zu erkennen, weil die Patienten kommen dann zu uns und sagen, ich fühle mich irgendwie so überlastet, wahrscheinlich wegen der Schmerzen. Und dann ist es an der Zeit, dass man nachfragt. Und dann fragt man eben, was ist denn so Ihre Überlastung? Also worin zeigt die sich denn? Was sind denn so Ihre Aufgaben? Und dann kommt sowas bei raus wie, naja, ich habe 2 Kinder. Das eine Kind ist hochbegabt, das andere Kind ist geistig behindert. Beide brauchen spezifische Förderungen. Wir bauen gerade ein Haus. Meine Mutter leidet unter Demenz und ist im Pflegeheim. Ich besuche sie 3-mal die Woche. Mein Schwiegervater leidet unter Alzheimer, der wohnt bei uns zu Hause. Ja, der Hausbau kostet etwas Kraft und ich bin volltags berufstätig. Und dann denke ich, hat die auch nur 24 Stunden? Oder wie macht ihr das? Wie ist denn sowas möglich? Ich wäre ja krank, wenn ich so ein Leben hätte. Ja, so. Und wenn man dann fragt, und wann ist denn Zeit für Erholung, dann kriegt man nur einen Schulterzucken. Ja, das haben sich diese Patienten abgewöhnt. Und dahinter steckt auch wieder ein interessanter Mechanismus, nämlich der Mechanismus der Stressanalgesie, ja, wo also das Opiatsystem sich konditioniert hat und auf den Stress so extrem Opiate ausschüttet, dass der Patient in dem Moment keine Schmerzen empfindet und damit operant belohnt wird. Ist das verständlich? Und deswegen bleibt dieses Verhalten. Ja, so, das heißt, wenn wir dann kommen und sagen, Entspannung ist hier angesagt, machen wir sie erstmal kränker. Sie wird erstmal ihre Schmerzen mehr spüren. Ja, also muss man mit den Patienten, Patientenschulung, ja, wie wir es letzte Woche schon sagten oft, zuerst durchführen, erklären, was für Mechanismen da eine Rolle spielen, warum es zu dieser Exazerbation, zu dieser Verstärkung dieser Symptome gekommen ist und was man jetzt tun kann, um diese Verstärkung wieder rückgängig zu machen, also zu dekonditionieren. Ja, und da sind wir dann in der Situation, ja, dass wir im zweiten Falle eher mit der Patientin so arbeiten müssen, dass hier eine Krankschreibung erfolgen muss und sie erstmal Entspannung üben muss, ja, und im ersten Fall einen Aktivitätsaufbau. Total das Gegenteil, ein und dieselbe Erkrankung. Ja. So, und das macht den guten Arzt, die gute Ärztin aus, zu erkennen am Verhalten, wie die Patienten sozusagen ungewollt durch ihr Verhalten die Erkrankung beeinflussen. Und da gegebenenfalls sowohl Ressourcen zu finden, als auch problematische, also Schmerzverhaltensweisen oder Krankheitsverhaltensweisen, die man dann gemeinsam beeinflusst, um den Krankheitsprozess auf der Verhaltensebene zu verbessern. Ist das bis dahin verständlich? Ja, okay, gut, dann gehen wir weiter. Übermäßiger Medikamentengebrauch, ja, das ist das, was also auch ganz deutlich ist von Menschen, die starkes Schmerzverhalten zeigen,
da sprechen wir schon so von 12, 14 Medikamenten pro Mahlzeit, wie mein Patient etwas lakonisch sagte. Auch die Einnahme von Opiaten, das sind Arbeiten von Dennis Turk, auch aus Seattle, der damals diese Studie durchgeführt hat, gemeinsam mit den Anästhesisten. Und die erhöhte Anzahl von Arztbesuchen, das war eine eigene Studie, wo deutlich wurde, dass also eine 24 höhere Anzahl von Arztbesuchen bei Patienten vorliegt, die stark operant konditioniert waren. Und Untersuchungen aus den Niederlanden und auch aus den USA, Vermeidungsverhalten in verschiedenen Bereichen des Lebens des Patienten. Das heißt, wo dieses Schmerzverhalten sich so generalisiert, ja, dass es eben nicht nur darum geht, mal die schmerzende Stelle zu berühren, sondern dass eben gesagt wird, oh Gott, morgen habe ich das Meeting, wenn ich mir nur vorstelle, ich muss da auftreten und dann kriege ich bestimmt wieder mehr Schmerz, haben wir hier das erste, die Katastrophisierung, dann möglicherweise dessen, dass sie da nicht hingehen wird oder er nicht hingehen wird, das Meeting in irgendeiner Form vermeiden wird oder innerhalb dieses Meetings ein zurückhaltendes Verhalten zeigt, was ihr eher einen Misserfolg beschert. Ja? Und das alles gehört dann zu diesen Schmerzverhaltensweisen, die dann wiederum eine negative Verstärkung hervorrufen, das heißt also im Sinne eines Bestrafungsreizes, was wiederum denjenigen bestätigt, dass er ja aufgrund der Schmerzen nicht ein normales Leben leben kann und damit wieder mehr Schmerzen erlebt. Ja? So, oder mit dieser Konsequenz, ja, der sogenannten schmerzverstärkenden Zuwendung, ob das nun die Zuwendung ist durch dich selbst, also indem der Patient eben sagt, oh, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht, oder auch der Partner sagt, oh Gott, ich mache das für dich, mach das jetzt bloß nicht, sonst hast du wieder mehr Schmerzen. So, das heißt also, die operante Konditionierung chronischer Schmerzen wird über das Schmerzverhalten gelebt. Schmerzverhalten wie Stöhnen oder Humpeln, Katastrophisierungen und wird aufrechterhalten durch eine kontingente, also eine zeitnahe Belohnung, indem man dem Schmerz Aufmerksamkeit gibt oder auch indem man zum Beispiel Ruhe hält. Ja, das ist zum Beispiel der Grund, wenn jetzt jemand zu uns kommt mit einem Bandscheibenvorfall ohne Lähmungserscheinung im Bein, dass wir sagen, okay, einen Tag Ruhe, um die dort durch den Bandscheibenvorfall hervorgerufenen Entzündungsprozesse abheilen zu lassen, aber danach leichte Aktivität. Ja? Also das, was früher gesagt wurde, du sollst jetzt eine Woche im Bett bleiben, ist grundfalsch, weil dann eben durch diese Ruhe als kontingenter Verstärker eben halt dieses Schmerzgedächtnis entwickelt werden kann, und diese Ruhe sozusagen eher das Schmerzverhalten wäre, während das gesunde Verhalten wäre, leichte Aktivität, ja, nicht natürlich jetzt irgendwas Schweres heben, sondern wirklich laufen oder bestimmte leichte Übungen durchführen, um sozusagen den Körper wieder daran zu gewöhnen, dass er tatsächlich sich in der Art dem Schmerz so erwehren kann. Die Behandlung ist also die Belohnung von gesunden Verhalten und die Löschung von Schmerzverhalten. So, wir haben bei diesem Operantenlernen drei verschiedene Methoden. Das eine ist die Zuwendung. Große Aufmerksamkeit würde beim Schmerz bedeuten, zum Beispiel leg dich hin, ich bring dir die Tabletten. Ja. Wenn man sich auf die Prüfung vorbereitet, würde das bedeuten, oh Gott, ich kriege das nie hin, ich falle bestimmt durch. Ja. So, das würde dann sozusagen die Prüfungsangst erhöhen. Ja. Bestrafung würde zwar weniger Schmerz bedeuten letzten Endes, weil der Partner sagt zum Beispiel, du regst mich auf mit deinen ewigen Klagen, oder man vielleicht in der Prüfungssituation sich sagt, Mann, bin ich bescheuert, dass ich das nicht hinkriege. Ja, so. Aber letzten Endes führt es dazu, dass man dann nur traurig wird, ja, egal ob man jetzt Schmerzpatient ist oder in dieser Prüfungssituation hockt. Das heißt, ist auch nicht der richtige Weg, weil nun traurig zu werden oder Schmerzen zu haben, das ist ja nun wirklich keine Lösung. Ja, da muss schon anders vorgegangen werden. Und eine Möglichkeit ist die Ablenkung. Zum Beispiel, wenn sich beide dahingehend geeinigt haben oder beide erfahren haben, dass wenn sie sich auf etwas anderes konzentrieren, ja, also es ist ja noch ein bisschen mehr als nur sich abzulenken, sondern wirklich sich beide auf etwas anderes konzentrieren, dass sie dann die Symptomatik nicht mehr so stark wahrnimmt. Ja? So, das heißt also jetzt auf die Prüfungsangst bezogen, dass man nicht darüber nachdenkt, was alles Schlimmes passieren kann, sondern eher guckt, was habe ich schon geschafft, ja?
oder auch mal Revue passieren lässt, was man früher schon geschafft hat, um eben bestimmte Leistungen zu erbringen, dass man dazu in der Lage ist. Ne? So, und damit stoppt man im Prinzip diese Gedächtnisstrukturen, die dafür verantwortlich sind, dass man eben eine Zunahme der Symptomatik erfährt. So, wir haben dann in dieser Studie, von denen Sie jetzt die Videos gesehen haben, natürlich entsprechend ausgewertet, dahingehend, ob der Partner anwesend war oder der Partner abwesend war, und dahingehend, ob die Patienten sich eingeschätzt haben, dahingehend, ob ihr Partner wenig zuwendendes Verhalten oder übermäßig zuwendendes Verhalten zeigt. Und Sie sehen also, dass Patienten, die ihren Partner so einschätzen, dass er sehr übermäßig zuwendendes Verhalten zeigt, zeigten dann mehr Schmerzverhalten, wenn der Partner anwesend war. Dieselben Patienten zeigten weniger Schmerzverhalten, wenn der Partner abwesend war. Ja? Das ist dieses Diskriminationslernen. Im Unterschied dazu, Patienten, die ihren Partner so eingeschätzt haben, dass er nicht so zuwendend ist, ja, zeigten dann weniger Schmerzverhalten, wenn der Partner anwesend war, aber mehr Schmerzverhalten, wenn der Partner abwesend war. Ja? So, das heißt also, ne, nicht, dass wir jetzt alle unsere Patienten oder uns selber bestrafen sollen, sondern dass wir etwas anderes finden müssen, worauf unsere Aufmerksamkeit sich richtet. Ja? So, als hätte man keine Erkrankung. Und das ist genau die Kunst. Das ist ein gesundes Verhalten trotz chronischer Erkrankung. Ja, und das funktioniert. Das ist durchaus möglich. Unsere Patienten können das lernen. Aber darüber sprechen wir dann, wie gesagt, in unserer vorletzten Vorlesung. So, und das, was Bill Fordyce schon 1977 apostrophiert hatte, dass er sagte, da sind neurophysiologische Veränderungen, wurde dann in einer Studie von den Tübinger Kollegen mit dem MEG gefunden. Und zwar mit einem ganz simplen, für meine Begriffe genialen Design. Sie haben die Patienten mit Rückenschmerz oder Fibromyalgie und das MEG unter diesen Schirm gesetzt und haben nichts weiter gesagt als, ihr Partner wartet draußen. Der war gar nicht da. Ja? Der war auch nicht drin. Der hat sie nicht berührt. Der hat nicht mit ihnen gesprochen oder sie. Nichts. Nur die Information, der Partner wartet draußen. Ja? Und dann hat man untersucht, wie die Patienten, die ihren Partner als stark zuwendend einschätzten, sich unterschieden von den Patienten, die ihren Partner eher als ablenkend einschätzen oder die Patienten, die ihren Partner eher als bestrafend einschätzen, und sah, dass im präfrontalen Kortex eine Dreifacherhöhung der Aktivität zu finden war bei den Patienten, die ihren Partner als zuwendend einschätzten. Das heißt, die brauchten nur an den Partner zu denken und schon kam es zur Aktivierung dieser Hirnbereiche. Dabei müssen Sie wissen, dass das Schmerzgedächtnis wie eine, ich sage Ihnen das jetzt mal, wie ich das unseren Patienten erkläre, damit Sie einfach auch aus der Vorlesung was mitnehmen, wie Sie das später Ihren Patienten auch erklären können. Wir sprechen davon, dass das Schmerzgedächtnis wie eine Telefonkonferenz ist. Ja? Wir haben also verschiedene Telefone, die miteinander verschaltet sind. Das eine Telefon ist für die Gedanken zuständig. Das wäre hier der präfrontale Kortex. Das andere Telefon ist für die Emotionen, für die Gefühle zuständig. Das wäre die Amygdala oder der ACC, der anterior zinguläre Kortex. Dann haben wir ein Telefon, das ist für das Verhalten zuständig. Das wäre der orbitofrontale, also dieser Bereich. So, und dann haben wir ein Telefon, das ist sozusagen für die eigentliche sensorische Empfindung zuständig. Das ist der somatosensorische Kortex, primär und sekundär hier lokalisiert. So, und diese vier Telefone sind miteinander verbunden. Ja? Und wenn ein Telefon sozusagen aktiviert wird, wie zum Beispiel durch diesen Satz, ja, der Partner wartet draußen, dann werden die anderen Telefone mit aktiviert und dann empfindet der Mensch Schmerz. Ja? So, und so erklärt sich das, warum eben ein Ärger, eine Traurigkeit als Gefühl oder ein Schmerzverhalten oder eine sensorische Empfindung, wenn der Patient zum Beispiel sich einer sehr schwerwiegenden körperlichen Untersuchung unterziehen muss, ja, warum diese Aspekte zur Schmerzverstärkung führen. Ja? Und das hat nichts mit psychischer Störung zu tun, sondern das sind ganz klare, einfach definierte und mehrfach nachgewiesene Zusammenhänge. Und das nennen wir Schmerznetzwerk. Ja? So, oder Schmerzgedächtnis, je nachdem. So, und damit ist der Beweis auch gebracht, wie Lernen eine Erkrankung beeinflussen kann,
in dem sozusagen neurophysiologische Veränderungen vollzogen worden sind. Und wie das funktioniert im Einzelnen, wenn wir uns sozusagen das Neuron angucken, in dem Falle das Hinterhornneuron, kann uns der Herr Ziegel-Gensberger erklären. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Moment. Wir sehen hier die Aktivität einer spontan tätigen Hinterhornzelle, die auf schmerzhafte Reize hin mit einer Nahrungssalve antwortet. Die Entladungsrate ist hier proportional zur Reizintensität. Zwischen den einzelnen Reizungen tritt nur geringe Spontantätigkeit auf. Wenn die Zelle gereizt wird, antwortet sie mit etwa 10 bis 20 Aktionspotenzialen. Jetzt wieder ein Schmerzreiz. Nach wiederholter Reizung, etwa 30 Minuten später, ändert sich das Verhalten dieser Zelle. Sie ist spontan tätig und antwortet jetzt auf schmerzhafte Reize mit massiven Entladungssalven. Schließlich entlädt die Zelle vollkommen spontan, ohne von außen weitere Impulse zu bekommen, und behält diese Überaktivität über mehrere Stunden. So, das heißt also, das, was Ziegel-Gensberger und seine Kollegen, der kommt vom Max-Planck-Institut aus München, zeigen konnten, war, dass eine isolierte Zelle im Reagenzglas sozusagen, ja, also ein Hinterhornneuron, gereizt wird, weil wenn das sozusagen periodisch passiert, nach nur 30 Minuten entlädt die Zelle komplett eigenständig. Das heißt, selbst auf Zellebene kommt es zu diesen Lernvorgängen. Ja? Und wir haben einen Fachbegriff dafür, was auch gerne im Physikum gefragt wird, das ist die Plastizität. Ja? Diese Plastizität ist dafür verantwortlich, dass das Lernen über klassische Konditionierung, operante Konditionierung auf der Zellebene, auf der Rezeptorebene, im Spinaltrakt, in unterschiedlichen Hirnbereichen und natürlich an den einzelnen peripheren Organen ermöglicht wird. Und dann sozusagen, wenn es lange genug erfolgt ist, der Übergang vom gesunden Zustand in den kranken Zustand erfolgt. Ja? So, und das bitte ich Sie mitzunehmen als eine der wichtigsten Aspekte hier aus dieser Vorlesungsreihe, dass unser Körper in der Lage ist zu lernen, unabhängig von unserem Bewusstsein, unter bestimmten Bedingungen. Ja? Deswegen ist es zum Beispiel auch so verkehrt, wenn Sie beispielsweise zum Zahnarzt gehen und der meint, Sie dann länger als 30 Minuten traktieren zu müssen. Dann passiert das. Ja? Dann wird Ihr Schmerzgedächtnis voll entwickelt und so weiter. Anders ist es, wenn er sagt, also die Behandlung soll nicht länger als 20 Minuten dauern und ich erkläre Ihnen alles, was ich mache, und wenn Ihnen irgendwas zu viel wird, dann geben Sie irgendwie durch Handzeichen bekannt, dass ich jetzt stoppen soll. Dann haben Sie nämlich die volle Kontrolle, und diese Kontrolle verhindert, die ist auch im ACC, im anteriozingulären Kortex lokalisiert, verhindert, dass sozusagen die Weiterleitung dieser Telefonkonferenz ermöglicht wird. Ja, weil ein Gegenreiz sozusagen gesetzt wird. Ja, ist das verständlich? Ein Gegenreiz insofern, Sie müssen sich das anatomisch so vorstellen, dass viele Hirnregionen sowohl erregende als auch hemmende Fasern haben. Und natürlich, wenn Sie jetzt Kontrolle haben, ja, über etwas oder Ihnen Kontrolle gegeben wird, werden in dem Moment die hemmenden Fasern aktiviert. Die können nicht zur gleichen Zeit, können nicht die erregenden Fasern im selben Bereich aktiviert werden, also wird in dem Moment diese Reizweiterleitung unterbrochen. So, das heißt, wir haben durch die verschiedenen Areale, die beim chronischen Schmerz eine Rolle spielen, die Möglichkeit, über verschiedene Varianten den chronischen Schmerz zu beeinflussen, wenn wir über diese anatomisch-physiologischen Zusammenhänge eben halt Kenntnis haben. Ja? So, okay. So, und genau, hier ist das nochmal aufgezeichnet. Wir haben also die plastizitären Veränderungen im Kortex, im Thalamus, im Hirnstamm,
im Spinaltrakt und auch sogar auf der Rezeptorebene. So, wie ist nun die Frage, wie wir lernen? Und das habe ich gleich noch mit reingenommen, weil das ja auch für Sie ganz persönlich von Bedeutsamkeit ist, auch wieder in diesem Semester. Sie wissen ja sicherlich, drittes Semester ist das, wo, wenn Sie das überstanden haben, dann können Sie mit Ruhe durch das Studium gehen, weil Sie wissen, okay, alles andere ist zu machen. Diese Hürde nehme ich jetzt und dann sozusagen habe ich meinen Stil gefunden und dann komme ich gut durch das Studium. Und wie funktioniert das nun? Erstmal ein bisschen Theorie. Wir haben bei der Operantenkonditionierung vier verschiedene Verstärkermöglichkeiten, die sich hinsichtlich der angenehmen oder unangenehmen Konsequenz unterscheiden, hinsichtlich der Darbietung des Verstärkers oder auch des Entzugs. Das heißt also zum Beispiel, wenn Sie sagen, wenn ich heute so und so viele Seiten gelesen habe, dann kaufe ich mir ein Eis oder trinke ein Bier. Ja? Dann würden Sie hier in dem Moment einen positiven Verstärker setzen und wissen, okay, ich habe jetzt was geschafft und ich belohne mich. Ja? So, negative Verstärkung wäre in dem Moment, wenn ich sozusagen die unangenehme Konsequenz entziehe. Ja? So, das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich hätte zwar in zwei Wochen die Prüfung, ich werde aber nicht hingehen, weil ich mich nicht gut genug vorbereitet fühle und irgendwie glaube ich auch nicht, dass ich das in den nächsten zwei Wochen noch schaffe, dann würde ich sozusagen eine unangenehme Konsequenz, eine vermeintliche, nämlich da durchzufallen, entziehen, ja, und würde aber damit, wenn ich es aus Angstgründen gemacht hätte, die Angst verstärken, und zwar im Sinne von negativer Verstärkung. Das ist, ich bitte Sie, das wirklich sich einzuprägen, ja, das sind Fragen, die kommen immer wieder im Physikum. Ja? Was ist negative Verstärkung? Negative Verstärkung ist ein Unterschied zur Bestrafung. Negative Verstärkung ist der Entzug von unangenehmen Konsequenzen. Ja? Oder im klinischen Beispiel, wenn der Partner sagt, du kannst doch jetzt nicht Fenster putzen, dann hast du wieder Schmerzen, lass mich das machen, ich mache das für dich. Ist die negative Verstärkung des Schmerzes mit der Konsequenz, dass derjenige mehr Schmerzen hat. Ja? Also versuchen Sie diesen Begriff negativ jetzt neu zu interpretieren, der kann sonst irritierend sein und wirklich sich das sozusagen einzuprägen. Es ist der Entzug von unangenehmen Konsequenzen. So, dann haben wir die indirekte Bestrafung, in dem die angenehme Konsequenz entzogen wird. Und das ist wahrscheinlich das, was fast 95% von Ihnen tun, wenn Sie nämlich irgendwas richtig gut gemacht haben, dass Sie das dann nicht befeiern, sondern sozusagen so hinnehmen und weiter. So, wenn Sie jetzt sozusagen sagen würden, okay, das habe ich jetzt richtig klasse gemacht, also das muss ich zumindest jemandem erzählen, ja, um da nochmal sozusagen nochmal Revue passieren zu lassen, wie ich das hingekriegt habe. Ja. Nicht als Egoismus, nicht als Selbstüberschätzung, sondern ganz real, weil das ist ein verdammt schwieriges Studium. Ja. Dann würden Sie in dem Moment, wenn Sie das tun würden, sich positiv verstärken. Wenn Sie es nicht tun würden, würden Sie sich indirekt bestrafen. Ja, indem sie sozusagen sich etwas wegnehmen, was ihnen eher sozusagen, was eher zu ihnen gehören sollte. Und dann haben wir die Bestrafung, indem wirklich eine unangenehme Konsequenz dargeboten wird, eben zum Beispiel, wenn du durch die Prüfung durchfällst und dir das jemand dann auch noch so sagt. Ja, wie das ja dann auch der Fall sein kann. Aber auch hier ist wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Bestrafe ich mich jetzt auch wieder selber und sage, hast du, bist nicht gut genug, hast nicht genug gemacht oder? Oder sage ich, okay, die werden sich ja was dabei gedacht haben, dass die hier die Möglichkeit von 3 Wiederholungsprüfungen bieten. Möglicherweise ist dieses Studium sehr voll und deswegen ist es nicht immer möglich, dass das gleich beim ersten Anlauf geschafft wird. Ja? Deswegen gibt es diese Möglichkeiten. Es ist also der große Unterschied zur Schule, ja? Wo sozusagen die Zensur in gewisser Weise schon aussagte, was man kann. Umso umfangreicher ein Gebiet ist, mit dem man sich beschäftigt, umso weniger, ja, können Zensuren ihre wirkliche Leistungsfähigkeit abbilden. Das müssen Sie unbedingt wissen. Ja. Das gibt unwahrscheinlich viele Studien darüber, jetzt schon meistens aus dem angloamerikanischen Raum, die nachgewiesen haben, dass Zensuren nicht wirklich die Leistungsfähigkeit oder die Güte des späteren Arztes oder der späteren Ärztin hervorsagen,
sondern dass es eher das Level an Empathie ist, was sie entwickeln. Ja? Sowohl miteinander als auch anderen gegenüber. Ja? Das ist der Grund, weshalb wir das Selbstsicherheitstraining mit eingeführt haben, weil wir wissen, das kann ihnen helfen in den späteren Erfolgen, ja, in ihrer beruflichen Laufbahn. So, das heißt also, hier ganz wichtig, zwei Informationen. Bitte versuchen Sie, sich positiv zu verstärken. Das Studium ist schon schwer genug. Ja? Also tun Sie sich den Gefallen, Sie haben das verdient. Und merken Sie sich bitte diesen Begriff als Definition von Entzug der unangenehmen Konsequenz, weil das kommt häufig in der Prüfung vor, weiter im Text. So, das heißt also, die Wahrscheinlichkeit für das zukünftige Auftreten eines Verhaltens oder Symptoms wird erhöht, wenn das Symptom oder das Verhalten in einer dieser vier verschiedenen Formen verstärkt wird. Die Löschung aber, die entsteht dann, wenn keine Konsequenz erfolgt, also wenn die Wahrscheinlichkeit für das zukünftige Auftreten des Symptoms verringert wird. Ja, wir diskutieren dann zum Beispiel oft mit unseren Patienten über eine scheinbar triviale Geschichte. Ja? Ich erinnere mich an ein junges Paar, die zu uns zur Schmerztherapie kam und dann das Problem der operanten Konditionierung verstanden haben. Und dann sagte er kam als Partner mit, ja, aber wenn meine Frau jetzt nach Hause kommt, wie soll ich sie denn begrüßen? Bis jetzt habe ich immer gesagt, na, wie geht's dir denn? Das kann ich doch jetzt eigentlich schon gar nicht mehr bringen, weil wir beide wissen, ich frage eigentlich, wie stark sind deine Schmerzen? Also was könnte ich denn sagen? Wie kann ich sie denn begrüßen? Weil, na, wie geht's dir denn, hört sich ja eigentlich ziemlich normal an. Ja? So, und dann wurde darüber diskutiert und was man alles so sagen kann und worauf man gleich reagieren kann oder ob die Frau vielleicht sofort erzählen kann, was sie gerade erlebt hat und. Und es fanden sich viele, viele Möglichkeiten. Und kürzlich, vor ungefähr einem Monat, erreichte uns eine E-Mail mit einem Bild eines 2 Wochen alten Säuglings. Ja? Und dem Satz drunter, das ist jetzt möglich, weil wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Ja? So. Und die Frau hat lange gebraucht, ehe sie ein Kind kriegen konnte, war also überaus glücklich, dass sie das geschafft hat. Und das gehört auch zu diesem Problem, wenn es darum geht, zu gucken, wie kann ich Symptome verringern, indem ich sie ignoriere. Ja, zu löschen. So, was sind nun also gute Verstärker? Primäre Verstärker sind angeborene Bedürfnisse zu befriedigen, wie zum Beispiel Essen, Trinken, Sexualität, ja, aber sie unterliegen, wie wir wissen, einer gewissen Sättigung. Sekundäre Verstärker entstehen durch Lernprozesse und sind meistens gekoppelt an primäre Verstärker. Da sind bekannt die materiellen Verstärker wie Geld und Geldgeschenke. Bekannt sind auch soziale Verstärker wie Lob, Tadel, Anerkennung oder auch Status. Es gibt auch Aktivitätsverstärker, also beliebte Tätigkeiten. Ja, also wenn zum Beispiel jemand weiß, er mag das zu joggen oder Halbmarathon zu laufen oder auch ein Rüchchen, dann wäre sozusagen die Frage, ob ich mir das sozusagen als Verstärker, wenn ich das und das geschafft habe im Studium, ganz bewusst zurechtlege, ja, dass ich eben sage, okay, das ist heute mein Tagespensum, wenn ich das geschafft habe, gehe ich laufen. Ja, so, dann wäre das eine Möglichkeit, um das, was ich da gelernt habe, so zu verstärken, dass es sich auch besser erinnern lässt. Oder auch informative Verstärker, also dass man sozusagen der Freundin, dem Freund erzählt, was man schon erreicht hat. Ja. So, und hier sind auch noch einige Bilder dazu abgelistet. So, bis man dann eben zu diesem Ziel kommt. Ja, und es eben geschafft hat. Ja. So, wie wird nun am besten gelernt? Wir unterscheiden hier verschiedene Verstärkerpläne. Da haben wir die kontinuierliche Verstärkung. Das heißt, jedes Verhalten wird belohnt oder bestraft. Das heißt, ich nehme mir vor, jeden Tag mache ich 2 Seiten oder mehr, demnach, was notwendig ist. Und wenn ich das geschafft habe, belohne ich mich durch eine dieser Verstärker, die ich eben gerade aufgelistet habe. Intermittierende Verstärkung ist eine Verstärkung, die am stärksten wirkt.
und bedeutet, nicht jedes Verhalten wird belohnt. Ja? Also Sie kennen das ja bestimmt, wenn Sie vielleicht irgendwo eine gute Leistung erbracht haben und irgendeine Bezugsperson, die Eltern oder Lehrer oder später Freunde oder so, sagen, oh, hast du gut gemacht. Und dann machst du das wieder und dann kommt aber nichts. Dann steht irgendwie sowas wie, was denn jetzt? Und dann versucht man es nochmal und dann kommt was. Ja? Und schon hat es noch einen höheren Wert, als wenn ich das sozusagen permanent bekommen habe. Und so kann man natürlich auch mit sich selber arbeiten, ja? Dass man eben sagt, jetzt habe ich mich belohnt, nachdem ich das einmal geschafft habe. Aller Anfang ist ja schwer bekanntlich und wenn man anfängt mit irgendwelchen Vorbereitungen von bestimmten Prüfungen, dann ist es immer am schwierigsten, wenn man dann erstmal drin ist, dann läuft das eigentlich. Also mache ich am Anfang sozusagen die kontinuierliche Verstärkung und kann dann sozusagen mich intermittierend über die Zeit verstärken, damit die Motivation auch erhalten bleibt, immer weiter sozusagen an diesem Thema dran zu bleiben. Bei der intermittierenden Verstärkung kann man auch mit einem sogenannten Quotenplan arbeiten, das heißt also jedes zweite oder dritte Verhalten wird belohnt oder bestraft oder auch nach einem Intervallplan, das heißt innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls wird nur eine bestimmte Handlungsweise verstärkt und danach erst wieder, wenn ein neues Zeitintervall beginnt, also meinetwegen, wenn man ein bestimmtes Kapitel hinter sich gebracht hat. Es gibt auch variable intermittierende Verstärkung, die eben zu besonders stabilem, also löschungsresistenten Verhalten führt. Das ist selbst für sich selber nicht so einfach anwendbar. Da ist man eher abhängig davon, dass das jemand anders macht. Ne? Dass es eben nicht jedes zweite oder dritte Mal ist oder immer wenn ein Kapitel zu Ende ist oder so, sondern dass es mal kommt und mal nicht kommt. Ne? So. Und das ist im positiven, im gesunden Verhalten ist das eine sehr, sehr gute Methode, um Motivation zu erzeugen. Also wenn Sie vielleicht später mal Kinder haben oder wenn Sie dann Patienten behandeln und die sozusagen überzeugen wollen, dass sie zur Physiotherapie gehen und körperlich aktiver werden, ja, dann sind diese variablen, intermittierenden Verstärker Gold wert. Ja? Dann kann man eben manchmal belohnen und manchmal nicht und dann eben halt das sozusagen variabel gestalten, wie der Name schon sagt. Und das führt dann häufig zu einer wirklichen, echten Motivation, weil der Patient mehr und mehr unabhängig von unserem Urteil wird, sondern das macht, weil er merkt, es tut mir selber gut. Ja? So in dem Kontext erinnere ich mich an ein Beispiel, eine Patientin kam und sagte, naja, ich weiß ja, hat mir der Orthopäde gesagt, ich habe ein zu hohes Gewicht, so, deswegen habe ich eben auch oft diese Verspannung und so weiter und so fort. Aber ich habe mich ja gleich nach Silvester im Fitness angemeldet und wollte das auch gleich machen, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, zuerst bin ich noch regelmäßig hingegangen, aber dann irgendwie, ich weiß auch nicht, dann bin ich eben nicht mehr hingegangen. Ja, so. Und dann haben wir darüber gesprochen, was der Grund war. Warum sind Sie denn hingegangen? Naja, ich wollte eben mein Gewicht reduzieren. Ja, wenn Sie vorm Spiegel stehen, was sagen Sie sich dann? Ach, du siehst ja wirklich blöd aus. Okay, was würden Sie sagen, wenn jetzt jemand zu sich sagt, er sieht blöd aus, ist das motivierend oder ist das etwas, was also jegliche Motivation in irgendeiner Form crasht? Dann fing sie an zu lachen und sagte, ja, wenn ich natürlich das einem Mannequin sage, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da nicht unbedingt der beste Freund werde. Ja, okay. Also das ist nicht die richtige Methode, mit sich zu reden. Ja? Sondern Sie sollten so reden mit sich, wie Sie reden mit Ihrem besten Freund. Nämlich empathisch. Also, was könnten Sie sagen, um zu diesem Fitness zu gehen? Ich gucke mich nicht mehr an. Nee, also das funktioniert nicht. Okay, also was könnten Sie machen? Naja, ich habe da zum Beispiel jemanden getroffen, mit der habe ich mich richtig gut verstanden. Dann treffe ich die vielleicht wieder. Genau. So, was könnten Sie noch machen? Naja, ich könnte ja auch mir vielleicht ein Buch mitnehmen. Und wenn ich dann auf diesem Fahrrad sitze und diesen Hometrainer und da so trainiere, könnte ich ja dabei lesen, weil ich lese sehr gerne. Okay, wunderbar. Also machen Sie sich so angenehm wie möglich. So, und genau das ist der Weg. In dem Moment, wo ich versuche, mich ganz sozusagen direkt zu etwas zu zwingen, wird es nicht funktionieren. Da mache ich mir aber die Umgebung so angenehm wie möglich und habe eher ganz andere Motivationen, wie zum Beispiel, ich
vielleicht lerne mit anderen zusammen, ja, und habe damit sozusagen auch mein soziales Netzwerk. Oder ich kann das dann jemand anderem erzählen. Oder ich finde auch Dinge, die mich wirklich dabei interessieren, ja, und lasse dann manches weg, klar, mit der Maßgabe, dazu gehört natürlich ein gewisser Mut, dass ich dann ein gewisses Risiko habe, da manche Dinge nicht beantworten zu können, andere Dinge dafür wieder besser, dann werde ich in dem Moment eine gute Motivation entwickeln, die mir viel Kraft gibt, eben die, den Herausforderungen gewachsen zu sein. Ja? Und das versteht man unter variabler, intermittierender Verstärkung. So, und nun, durch Bestrafung erworbenes Verhalten ist weniger stabil als durch Verstärkung erworbenes. Ja? So, das heißt also, mein Appell nochmal, unterlassen Sie diese Bestrafung und versuchen Sie eher zu gucken, was sozusagen günstig ist, was Sie schon geschafft haben und womit Sie sich das angenehm machen können. Jetzt habe ich Ihnen eine Grafik hier mitgebracht über die Häufigkeit des Verhaltens und die Zeit. Und Sie sehen, die kontinuierliche Verstärkung erfolgt, indem sozusagen ein Verstärkungszuwachs erfolgt. Sobald sozusagen die Verstärkung aufhört, nimmt die Häufigkeit des Verhaltens auch wieder ab. Anders ist es bei der intermittierenden Verstärkung. Da erfolgt natürlich auch die Verstärkung, aber dadurch, dass sie intermittierend ist, bleibt sozusagen die Verhaltenshäufigkeit länger erhalten. Wenn man jetzt in die Pathologie geht, also sprich in die Behandlung unserer Patienten und es darum geht, ungünstiges Verhalten abzubauen, hat man zwei Möglichkeiten. Man hat zum einen die Löschung, das Timeout, und zum anderen die indirekte Bestrafung, also die Response-Kost. Das heißt, es wird entweder das Verhalten, wie wir ja vorher bei der Grafik auch gesehen hatten, nicht mehr verstärkt und es kommt damit zur Löschung, ja, wenn das möglich ist. Oder es erfolgt eine indirekte Bestrafung. Das heißt also, die positive Verstärkung wird entzogen oder die angenehme Konsequenz wird entzogen. Wenn also zum Beispiel jemand alkoholabhängig ist und immer nach der Arbeit in die Bar oder in die Gaststätte oder in die Kneipe geht, um was zu trinken und dadurch sozusagen so eine Art Entspannung erlebt, muss jetzt, um sozusagen diesen Alkoholmissbrauch zu beheben, diese indirekte Bestrafung erfolgen. Das heißt, das Hingehen zur Gaststätte oder zur Kneipe oder so dürfte dann nicht mehr erfolgen, damit sozusagen diese Assoziation zwischen Alkohol und Stressabbau, Entspannung, gelöscht wird. Ja? So, das ist aber natürlich nur möglich, wenn man dem Patienten in der Patientenschule das Rationale der operanten Konditionierung erklärt. Ansonsten denkt er nur, naja, die sagt mir einfach nur, ich soll da nicht mehr hingehen. Na toll. Ja, so. Das wird nicht funktionieren, sondern erst wenn der Patient versteht, was dann auch zentral nervös passiert, wenn er tatsächlich diese Assoziation löscht. Dann eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte PRIMAC-Prinzip. Eine häufig und gern ausgeführte Aktivität wird als Verstärker für eine neue Aktivität eingesetzt. Also zum Beispiel, wenn Patienten Schwierigkeiten haben, Medikamente einzunehmen, weil sie wissen, dass es sich dabei um Nebenwirkungen handelt und sie diese Nebenwirkung eigentlich nicht haben wollen und sich eigentlich dagegen wehren, aber die Medikamente nun mal einnehmen müssen, aufgrund eben halt der bestimmten Krankheitssituation, dann kann man mit ihnen vereinbaren, wenn sie zum Beispiel jemand sind, der gerne isst und auch gerne das Essen zubereitet, dass er sozusagen diese unangenehme Sache, nämlich diese Tabletten, vor der Aktivität einnimmt, die eher angenehm ist. Ja? Und dann kommt es sozusagen auch wieder zu einer Assoziation, dass letzten Endes das, was ursprünglich unangenehm war, dann angenehm wird. Ja. Oder das Shaping. Beim Erlernen eines neuen komplexen Verhaltens werden zuerst auch Annäherung oder Teilkomponenten verstärkt. Das heißt also, wenn Sie wissen, oh Gott, ich habe, wie hat meine Tochter gesagt, die studiert auch Medizin,
Mann, ey, guck mal, erstes Studienjahr, 27 Kilo, die müssen alle in mich rein. Ja, so, das ist natürlich enorm, kriegt man ja Angst, wenn man sowas nur sieht. Ne? Die hat die, tatsächlich die Bücher alle auf die Waage gestellt. So, und naja, also Schritt für Schritt, ne? Guckt man erstmal, fängt man erstmal mit den ersten Seiten an oder guckt sich erstmal an, was könnte da interessant sein innerhalb dieses Buches. Liest vielleicht erstmal das, was einen erstmal interessiert und nähert sich dann dem. Ja? So, das heißt also Schritt für Schritt rangehen und alles dafür tun, dass die Motivation erhalten bleibt. Chaining, beim Erlernen komplexer Verhaltensketten werden zunächst nur Teilelemente verstärkt. Also dass man weiß, okay, das hier fällt mir jetzt besonders schwer, beispielsweise diese furchtbar vielen Vokabeln der Anatomie. Ja? Das alles zu erlernen, ist ungeheuer schwer. Also was kann ich machen? Ich kann das koppeln. Ich kann mir diese Karten mit in die Gaststätte nehmen, wo ich mit Freunden zusammensitze, bin mit den Freunden zusammen, habe sozusagen meinen sozialen Verstärker, wir können uns gegenseitig abfragen und vielleicht gibt es dabei auch noch das eine oder andere Angenehme zu essen. Ja, so. Und damit kann man sozusagen diese Prinzipien, ja, kann man sehr erfinderisch sein, wie man seine Motivation aufrecht erhält. Und das ist erstmal so für die ersten beiden Jahre auch mit das Wichtigste. So, ich würde jetzt hier an der Stelle erstmal Schluss machen. Wir sehen uns ja gleich wieder zwei Etagen höher, ja, und mache dann an dem Punkt weiter. Wichtig nur noch als allerletzten Punkt, bitte prägen Sie sich diese Begriffe ein. Ja, die werden gerne im Physikum gefragt. Ja? Schönen Dank. Ne? Und hatten uns über Premake, Shaping und Chaining verständigt, als wichtige Definitionen auch dann für die Prüfung im Physikum. Was sind jetzt die praktischen Anwendungen der Operantenkonditionierung? Da haben wir zum einen ein System, das nennt sich Token System. Bei chronisch schizophren Erkrankten spielt das eine Rolle, also wo sozusagen bestimmte Geldstücke oder Münzen sozusagen, Token eben, gegeben werden, um etwas zu verstärken, was derjenige schon geschafft hat. Ja, also gerade so bei der Schizophrenie ist ja die große Frage, dass die Patienten eine gute Körperwahrnehmung entwickeln, um rechtzeitig gewisse Symptome festzustellen, die ihnen sozusagen zeigen, sie kommen in Schub und sie bräuchten wieder eine Behandlung. Ne? Vielleicht hat der eine oder andere das schon gehört, wenn diese Symptome nicht rechtzeitig wahrgenommen werden, dann kommen die Patienten in eine sehr schwierige Situation. Hauptsymptom ist, sie verlieren absolut den sie haben absoluten Realitätsverlust, das heißt, sie können nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was wahr ist und dem, was wahn ist und müssen dann eben durch sehr unschöne, aggressive Methoden sozusagen der Klinik zugeführt werden. Ja, und um das zu verhindern, werden dann eben Introspektionsübungen durchgeführt, die eben mithilfe von Token-Systemen dann sozusagen belohnt werden, damit der Patient mehr und mehr lernt, sich selber gezielt wahrzunehmen. Eine andere praktische Anwendung der Operantenkonditionierung ist im Kontingenzmanagement, zum Beispiel bei verhaltensauffälligen Jugendlichen, dass diese Jugendlichen lernen, immer in dem Moment, wo sie in besondere Stresssituationen kommen, sich sozusagen aus dieser Situation zu entfernen, damit sie eben nicht ihr verhaltensauffälliges Verhalten zeigen. Andere Anwendungen sind Anreizsysteme im Gesundheitswesen, zum Beispiel Berendung bei häufiger Krankschreibung oder auch Bonus bei Teilnahme am Hausarzt oder Disease Management Programs, was ja sozusagen jetzt schon verschiedene staatliche oder gesetzliche Krankenkassen anbieten, um eben sozusagen eher das gesunde Verhalten zu fördern und prophylaktisch wirksam zu werden. Eine weitere praktische Anwendung ist die Zeitkontingente versus Ereigniskontingente Verstärkung. Ganz wichtig bei der Medikation, während man im akuten Zustand Medikamente gibt für den akuten Zustand, zum Beispiel ein Opiat, ist es, wenn es um einen chronischen Zustand sich handelt, eher fatal. Ja, das ist dann eher so, dass der Patient sozusagen das eher einnimmt, wenn die Symptome zunehmen und dadurch wird das Medikament sozusagen der Positivverstärker für das Symptom und damit kann das Symptom gar nicht weggehen. Ja? Und man kann das durchbrechen, indem man mit dem Patienten spricht und zum Beispiel die Frage stellt, spüren Sie
eine Erleichterung ihrer Symptome durch Einnahme des Medikamentes. Und da werden Ihnen viele Patienten sagen, eigentlich nicht, ich nehme das jetzt schon so lange und eigentlich, also die Schwere meiner Symptome liegt zwischen 80 und 100, ich glaube nicht, aber wenn ich es nicht nehme, wäre es vielleicht noch schlimmer. Ja, so und diese Sätze, diese kommen ganz häufig, wenn der Fall ist, dass sozusagen das Medikament ereigniskontingent, also ereignisbezogen, eingenommen wird und nicht zeitkontingent. Und um diese Abhängigkeit zu löschen, kann man eben eine Zeitkontingenz schaffen. Das heißt, also immer früh morgens oder abends wird das Medikament eingenommen, ganz egal, wie stark das jeweilige Symptom ist. Ja? Und durch diese zeitkontingente, also zeitbezogene Einnahme, wird die Assoziation von Stärke des Symptoms und Medikamenteneinnahme gelöscht. Ja, ist das verständlich? Ja, so, oder auch häufige Arztbesuche, ne, dass eben mit dem Patienten vereinbart wird, dass der Arzt nur dann aufgesucht wird, wenn eine ganz spezifische Frage zu besprechen ist. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Rezept notwendig ist, um weiter in die Physiotherapie gehen zu können oder bestimmte Unterlagen sozusagen kopiert werden müssen, aber nicht sozusagen, um permanent zu kommen, weil ansonsten der Arzt auch wie zu so einer Droge werden kann und dann eben halt ungewollt sozusagen die Symptomatik verstärkt. So, jetzt nochmal, so wie wir es in der letzten Woche hatten, die Verhaltensanalysen, um nochmal deutlich zu machen, was klassische operante und operante Konditionierung ist. Hier ist nochmal das Sorgschema oder die Kanfer Verhaltensformel zur Erinnerung. Es steht für Situation, da unterscheiden wir zwischen interner Situation und externer Situation. O für Organismus, die biologische Disposition, frühere Erkrankung, Lerngeschichte, bestimmte Interpretation und Bewertung von Situationen. Reaktion, da unterscheiden wir zwischen der physiologischen Reaktion, der kognitiven, der emotionalen und der motorischen Reaktion. Dann gibt es bei den Verstärkern oder den Kontingenzen kurzfristige und langfristige Verstärkung, kontinuierlich oder intermittierend, wie Sie ja jetzt auch wissen, was das bedeutet im Einzelnen. Und es gibt verschiedene Konsequenzen. Ne? Es gibt also die positive Konsequenz, die negative, den Wegfall der negativen Konsequenz oder den Wegfall der positiven Konsequenz, so wie wir uns das ja eben schon bei der operanten Konditionierung angeguckt haben. Und wie Sie sich erinnern, dieser Bereich SR ist der Bereich, wo das Lernen auf der klassisch konditionierten Ebene passiert, und der Bereich C im eingeschlossen K als Kontingenz ist der Bereich, wo die operante Konditionierung passiert. Und komplexe Verhaltensmuster verlangen beides. Ja? Also da finden Sie sowohl klassische Konditionierung als auch operante Konditionierung, der Sie nachgehen müssen, um eben bestimmte Probleme zu erklären. Hier haben wir wieder die Angstpatientin, die im vollen Bus führt. Ich bringe das einfach nochmal als Wiederholung vom letzten Mal, damit sich das also gut abspeichert bei Ihnen. Ja, wie man so schön sagt, die Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Ja, so. Und deswegen ist das wichtig, damit also für Sie nochmal dieser Zusammenhang von klassischer und operanter Konditionierung deutlich wird. Da haben wir also die Angstpatientin, die fährt im vollen Bus, reagiert mit Herzrasen und Schwitzen auf der physiologischen Ebene, auf der kognitiven Ebene mit dem Satz, ich falle in Ohnmacht, auf der emotionalen Ebene mit Panik und vom Verhalten her mit, sie steigt aus. Modifiziert wird diese Reaktion durch die Organismusvariable, das heißt, dass sie Angst hat vor körperlichen Erkrankungen und deswegen hat sie auch die Angst, im vollen Bus zu fahren, weil sie eben sozusagen die Angst hat, sie fällt um und könnte dann vielleicht eine schwere Erkrankung entwickeln. Und begleitet war das durch einen überbehütenden Erziehungsstil der Eltern. So, das heißt, hier gibt es die klassische Konditionierung von der Situation Bus mit der Reaktion einer schweren physiologischen, kognitiven, emotionalen und Verhaltensreaktion. Das ist die klassische Konditionierung. Ja. So, das heißt also, wo der Bus, der ursprünglich neutraler Reiz war, zum konditionierten Reiz werden konnte. So, dann kommt die operante Konditionierung. Dadurch, dass sie aussteigt, gibt es eine kurzfristige Verstärkung, nämlich die Angst lässt nach. Das heißt, es ist der Entzug einer unangenehmen Konsequenz.
Ja. Langfristig ist aber die Kontingenz dadurch zu sehen, dass der Bewegungsradius sinkt. Das heißt, es ist der Entzug einer positiven Konsequenz. Ne? Das erste, wenn Sie sich erinnern, war die negative Verstärkung und das war die Bestrafung. Ja? So, und da Bestrafung, wie wir ja auch wissen, oftmals genau den gegenteiligen Effekt hat, führt es letzten Endes dazu, dass sie ihre Angst nicht verlieren kann, sondern die Angst sich zunehmend verstärkt. Und wie wir von der letzten Vorlesung noch wissen, sogar die Gefahr besteht der Generalisierung, dass sie dann nicht mehr in ein Auto steigt und vielleicht dann auch nicht mehr in einen Fahrstuhl, also in geschlossene Räume, sodass sich wirklich ein Vollbild einer Agoraphobie entwickeln kann. Was natürlich eine extreme Verschlechterung der Lebensqualität bedeuten würde. So, nehmen wir eine andere Verhaltensanalyse, um das wieder deutlich werden zu lassen. Wir haben einen Schmerzpatient, der will sein Treppenhaus reinigen und die Reaktion ist im physiologischen Bereich eine Muskelanspannung im Nacken. Auf der kognitiven Ebene, ich werde mir eine Zerrung holen. Auf der emotionalen Ebene macht sich Sorgen über weitere Schmerzen. Und auf der Verhaltensebene, er oder sie bricht die Tätigkeit ab und legt sich aufs Sofa. So, modifiziert wird das durch diese Organismusvariable, zum Beispiel Angst vor Verletzung oder Bewegung, eine mittlerweile herausgebildete geringe Schmerzschwelle, sodass er also schneller Schmerzen empfindet, und eine auf den Körper bzw. auf den Schmerz, müsste hier stehen, bezogene Aufmerksamkeit. So, und hier haben wir also eine klassische Konditionierung, dass der Schmerzpatient etwas tun will, also aktiv werden will, physisch aktiv werden will und dadurch mehr Schmerzen bekommt, wie er meint. Ja? Aber wir wissen, durch die Konditionierung empfindet er mehr Schmerzen, ja? Weil sich der neutrale Reiz der Aktivität sich mit der Befürchtung, ich könnte mehr Schmerzen bekommen, gekoppelt haben und dadurch das Schmerzgedächtnis, wie wir ja nun auch wissen, sozusagen sich aktiviert hat und damit aktiver geworden ist und eine höhere Schmerzempfindung die Folge ist. So, was sind jetzt die Kontingenzen? Eine kurzfristige Kontingenz ist, also Verstärkung wäre, wenn er sich jetzt auf das Sofa legt oder sie, dass die Anspannung nachlässt. Ja, das ist also der Wegfall der negativen Konsequenz, auch negative Verstärkung genannt, dass der Ehemann die Aufgabe übernimmt, auch wieder negative Verstärkung. Ja. Und die langfristige Konsequenz ist, dass die Kraft und die Beweglichkeit nachlassen, das heißt also der Entzug der positiven Konsequenz. Und damit muss zwangsläufig der Schmerz stärker werden. Ja. Ne? So, und damit haben Sie hier zwei Beispiele, eins aus einer chronischen Schmerzkrankheit, eins aus einer chronischen Angststörung, wo deutlich wird, wie klassische und operante Konditionierung zusammenwirken und man das über dieses Lernen sozusagen die Chronifizierung erklären kann. Ne? So, das heißt, das modifizierte Lernmodell der Angst bedeutet, dass viele Verhaltensweisen durch das Zusammenwirken von klassischer und operanter Konditionierung erklärt werden. Und Maurer hat halt diese Zwei-Faktoren-Theorie der Angst beschrieben. Das heißt, durch ein initiales traumatisches Erlebnis werden neutrale Stimuli zu Auslösern von Panikanfällen. Das wäre dann diese klassische Konditionierung. Und das Vermeidungsverhalten, das also negativ verstärkt wird, weil die befürchteten Konsequenzen ausbleiben, ist dann die operante Konditionierung. Und das nennt sich also das Zwei-Faktoren-Modell der Angst und bedeutet nichts weiter, als dass der klassischen Konditionierung die operante Konditionierung folgt und so erklärt, warum sozusagen die Chronifizierung dieser Angststörung geschieht, also so die Angststörung aufrechterhalten bleibt und nicht einfach wieder vergeht. Ja. Auch oft eine Frage in der Prüfung. Behandlung von Ängsten wird durchgeführt, indem man eben beide Methoden der Verhaltensmodifikation kombiniert. Ja, ich habe mittlerweile auch die Patientin, mit der ich das Video damals gedreht habe, gesprochen, die ist also einverstanden und ich zeige Ihnen dann das Video an dem Samstag im Februar, wenn wir die letzten beiden Vorlesungen haben und wenn wir das Repetitorium durchführen, wo wir ja da im größeren Raum sind, weil es wichtig ist, dass das viele sehen können. So,
Das heißt also, die modifizierte Behandlung von, oder die Behandlung von Ängsten kombiniert verschiedene Methoden. Da haben wir die klassische Konditionierung, die wir nutzen, um Gegenkonditionierung oder systematische Desensibilisierung durchzuführen, oder auch die sogenannte Konfrontationstherapie. Das ist das Video, was wir uns dann anschauen. Die operante Konditionierung bezieht sich auf das Überwinden von negativen Verstärkern und den Abbau von Vermeidungsverhalten, und die Habituation als ein dritter Lernmechanismus ist dort zu beobachten, dass die Reaktionsstärke und die Reaktionshäufigkeit nachlässt bei wiederholter Darbietung eines Reizes. Also zusammenfassend ist zu sagen, die operante Konditionierung beeinflusst den Prozess von akuter zu chronischer Störung, in dem Falle der Schmerzstörung, aber eben auch bei anderen Störungen. Und das Schmerzverhalten der Patienten ist die Folge der Verstärkung durch Partner, Kinder, Freunde, Behandler, sowohl Ärzte, Physiotherapeuten als auch Psychologen, aber auch durch die eigene Katastrophisierung, weil dem Körper ist es ja egal, ob er sozusagen von außen hört, oh, das schaffst du nicht, das klappt nicht, jetzt wird der Schmerz wieder stärker, oder ob das jemand sagt. Ja, so. Das heißt, die eigene Katastrophisierung, das, was ich mir sage, ne, deswegen vorhin mein Ausflug in die Prüfungswelt, ja, ist genauso ein harter Faktor wie sozusagen die Verstärkung von außen. So, okay, dann, das machen wir dann später, ne? Und jetzt die Prüfungsfrage. Ein Rückenschmerzpatient neigt dazu, seine Beschwerden dramatisch zu schildern, wenn seine Ehefrau anwesend ist, die sich ihm dann zuwendet. Im Kreise seiner Freunde, wo er diese Erfahrung nicht macht, klagt er kaum über Schmerzen. Wie lässt sich die Anwesenheit der Freunde unter lerntheoretischem Gesichtspunkt am besten beschreiben? A. Bestrafungsreiz, B. diskriminativer Reiz, C. konditionierter Reiz, D. unkonditionierter Reiz, E. Verstärkerreiz. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Für D? Für E? Okay, jawohl, also B ist richtig, das ist der diskriminative Reiz. Ja? Sehr schön. Gut, dann sind wir mit unserer fünften Vorlesung jetzt am Ende und kommen jetzt zur sechsten Vorlesung.